whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich wieder eine Flasche von CNS Drum Collection von Andrea Caminacci. Und zwar einen Beaumont. Ja, Beaumont gibt es unabhängig abgefüllt tatsächlich ein paar. Und das führe ich darauf zurück, dass im Jahr 2000, muss ziemlich genau das Jahr 2000 gewesen sein, Beaumont sich von seinen Blended Whiskys getrennt hat. Da gab es einen riesigen Schnitt in dem gesamten Unternehmen. Und man beschloss, ab da nur noch Single Malt Whiskys zu produzieren. Natürlich hat man den Teil des Unternehmens, den man Blended Whisky mäßig verkauft hat, weiterhin mit Fässern versorgt, damit dieser Blended Whisky auch weiterläuft. Da gibt es sicherlich auch längerfristige Verträge. Aber intern gab es da einen Personalschnitt. Und im Rahmen dieser gesamten Umstrukturierung bei Beaumont ist dann auch Jim McEwan zu Bruich Leddich gewechselt, die ja dann 2000, 2001 wieder zu produzieren anfingen. Und vorher war Jim McEwan Distillery Manager bei Beaumont. Beaumont selber gehört in die Hand der Japaner. Und die haben also relativ frühzeitig erkannt, dass das also mit den Blends nichts ist und dass man da mit den Single Malts besser fährt. So, wir haben jetzt einen Beaumont aus einem Hogshead, also einem refabrizierten Fass mit etwas größerer Größe, entweder aus amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern oder aber aus alten Sherry-Fässern. Und wenn ich mir anschaue, dass dieser Whisky 10 Jahre alt ist und das sind Hogsheads, dann sind das aus ehemaligen Sherry-Fass Dauben, weil doch die Farbe relativ dunkel ist und die Drum Collection nicht gefärbt ist. So, der wurde destilliert am 2.10.2002 und in die Flasche gefüllt am 17.01.2013. Wir schreiben jetzt März 2013, also relativ frisch noch auf dem Markt. Alkoholstärke 59,6% und die 77. Flasche. Kommt relativ einfach daher, keine Umverpackung, schlichtes Etikett, aber es kommt auf die inneren Werte an und nicht auf die äußere Verpackung. Und da freue ich mich jetzt, dass ich hier ein kleines Fläschchen, eine kleine Probe zur Verfügung gestellt bekommen habe, wo ich jetzt probieren kann. Und jetzt wollen wir mal schauen, was ich denn dahinter... Oh, schon raucht's. Schon rauchig. Ja, heftig. 59 Volumenprozent, da muss ich jetzt dann verdünnen. Hilft nichts. Oh, ja, seit langer Zeit wieder mal ein rauchiger. Habe ich lange keine mehr probiert. Schön aromatisch rauchig. Wundervoll. Für Beaumont an der oberen Grenze. Deutlich rauchiger als die Standard Beaumont Range. Und zu dem Rauch eine Mischung aus dem kalten, kühlen Lagerfeuerrauch und einem aromatischen, phenolischen, quarzigen Rauch. Ordentlich Stück Süße kommt mit im Hintergrund, erscheint jetzt schon Vanille aus den Fässern. Vielleicht war es auch ein Ex-Bourbon-Hogshead, das allerdings frisch zusammengebaut war. Das also jetzt nicht ein Refill-Hogshead ist, sondern ein frisches Hogshead. Das hat es auch gegeben, wenn die Dauben aus Amerika frisch gekommen sind. Dann kamen die nicht als Fässer, sondern zerlegt in Dauben und wurden dann zu etwas größeren Hogsheads zusammengebaut. Dann kann man also auch First-Fill-Hogsheads haben. Boah, dieser Rauch ist so dominant, aber wunderschön. Da ist kein Stinken und kein Beißen und so, sondern voller aromatischer Rauch. So, da wollen wir ein bisschen verdünnen. Nicht zu viel. Aber 59% ist schon was. Naja.
ob ich jetzt unter die 50 gekommen bin, weiß ich nicht. Schau mal. Immer noch ganz, ganz viel Torfrauch. Jetzt kommt so ein salziges Aroma durch. Ein bisschen das Meer, ein bisschen der Strand. Vanille. Aber die Fruchtigkeit, die mag noch nicht so richtig kommen. Da ist Rauch und Fass dominant. Aber der Brennereicharakter mit der typischen Fruchtigkeit, der frischen Fruchtigkeit, ist noch nicht da. Es kommt ein bisschen Würzigkeit kommt jetzt hinterher. Sowas wie frisch gemahlener Pfeffer. Ja, boah. Ja, vanilliger Rauch. Interessantes Aroma, haben die Nettchen nach Bomo gelegt. Ja, wie auch, ne? Bomo erwartet man viel Sherry. Und hier nicht, ne? Den hätte ich auch nicht jetzt irgendwo so an Islas Südküste gelegt, sondern den hätte ich jetzt auch nicht zu Kalila gelegt, den hätte ich eher so auf die Highlands gelegt, so wie ein Old Balintran oder einen Marching Moor von Arran, irgend so was intensivrauchiges. Ein Burnie Moss. Tja, probieren wir. Noch gut 50%. Jetzt kommt mir der Rauch aus den Augen raus, aus den Tränenkanälen. Ja, heftig, aber trotz hohem Alkoholgehalt nicht brennend. Sogar baut er Süße aus. Und jetzt kommt ein bisschen Frucht, aber viel, viel stärker ist der Rauch und die Süße. Ordentlich Süße. Schön, lang, wärmend und keine Bitterkeit von der Eiche. Spricht also für die First Fill American Hogshead. Tja, interessantes Ding. Wer Rauch mag und sich bisher von Bomo geziert hat, weil er gesagt hat, nee, reicht nicht an Rauch, ist zu schwach an Rauch, ich mag da die größeren Stinker. Der hat mächtig. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie im Shopsystem nach. Limitiert auf 130 Flaschen. Stand doch hier, oder? Nein, stand nicht hier. Habe ich im Gedächtnis. Ich meine, es wären 130 Flaschen gewesen. Ja. Aber ich glaube, Bomo hat so viel, dass wir da hin und wieder auch mal was nachbekommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.